Herzlich zu unserem zweiten Battle Report heute hier am Tag. Jetzt gucken wir mal, ob der Stream an ist. Der Stream ist an, das sieht hervorragend aus. Super, wir spielen Seraphon gegen Silvernef. Also nochmal ich gegen nochmal den Philipp. Nochmal du? Du hast eben nicht gespielt. Ja, aber ich jetzt endlich nochmal und du jetzt Nochmal, nochmal normal. nochmal. Okay, ja, wir stellen kurz unsere Armeen wieder vor. Ich spiele die neuen Seraphon. Ich spiele sie zum ersten Mal, deswegen mal gucken, ob es gut wird. Wir spielen erstmal dieselbe Mission wieder mit den Idolen. Meine Idole sind die beiden Croxigo-Einheiten, die diese Runde halt geproxt werden durch Bulgors, weil sie dieselbe Base haben und die Modelle jetzt erst vorbestellbar sind seit heute. Und das Bastilladon hier hinten ist mein dritter Idol. Bei dir? Ja, auch gleiche Armee, neue Liste, aber Erstmal nur die genau. Und die Idoleinheiten. Idole in der Liste sind die trotzdem wieder der Warsong Revenant, diesmal der Durtu und wieder der Thylat Ancient. Super. So, dann stelle ich es kurz vor. Ich spiele erstmal Reichsgefor des Seraphon mit der Unterfraktion Coatl's Klaue. Dann wäre nämlich meine Croxigore zu einer Battleline-Einheit. Ich bekomme plus 1 to Wound mit Nahkampfattacken und von Saurus und Croxigore-Einheiten, wenn ich gecharged habe. Das macht das Ding noch. So, ansonsten habe ich dabei 2x10 Skinks hier vorne. Dann, wie gesagt, 2 Croxigore Warspawned, weil ich die einfach besser finde für die 10 Punkte mehr. Und ein 10er Trupp Saurus. Und dann habe ich als Monster noch ein Bastilladon mit Sonnenmaschine obendrauf. Einmal den guten Lord Croak. Und da hinten ist noch mein General, der Saurus Astrolite Bearer. Und der hat dabei tatsächlich, dass er, also als Artefakt, dass Ziele in 6 Zoll um ihn nicht von Modellen mit 1 oder 2 Leben gehalten werden können. Also feindliche Modelle zählen nicht, wenn sie 1 oder 2 Leben haben und 6 Zoll um ihn drumherum stehen. Das ist ein Artefakt. Und als General's Trait hat er den rachsüchtigen Verteidiger. Wenn er sich in meinem Territorium befindet, kann ich ihn zu Beginn meiner Heldenphase wählen und zwei andere Saurus- oder Croxigore-Einheiten 12 Zoll um ihn und die dürfen sich einmal normal bewegen. Einmal oder immer in deiner Heldenphase? Jede Heldenphase, wenn ich mich in meinem Territorium mit ihm befinde. Die Truppen nicht, er ja. Okay, also die dürfen draußen stehen, er steht drin, sind in 12 Zoll und dürfen sich normal bewegen. Ganz genau, ja. Mädchen, So ist ja, es. verstanden. Das ist soweit alles. Er kennt ja die ganze Lehre, deswegen habe ich da keinen Zauber ausgewählt. Dann habe ich noch dabei ein Endless Spell, nämlich das Spellportal. Und dann darfst du. Gut, also gleiche Armee, andere Liste, diesmal Open Bow, das heißt, Three Lords werden zur Battleline. Three Lords, Spirit of Dortus und Three Lord Ancient kämpfen. Sozusagen, wenn ich gucke, ob sie welche Profil sie kämpfen, dann wird das halbiert. Das heißt, sie kämpfen bis zu 13 Wunden im vollen Profil, um es kurz zu machen. 14 haben sie, also entweder sie sterben oder sie kämpfen im vollen Profil. Ansonsten, dann habe ich mit zwei Three Lords, weil sie auch Battleline werden, einmal 10 Triaden. Ein Warsong Revenant, Spirit of Dortu, Thrilord Ancient, dann den, na, wie heißt er? Battlemage als Alliierten und weil ich es einfach mal wieder ewig nicht gespielt habe und sie mal wieder mitnehmen wollte, eine Trücher. Alles klar. 2000 Punkte auf den Kopf diesmal. Wunderbar. So. Artefakte hätte ich noch. Dortu logischerweise mit Queenwood Gladius, was soll er auch sonst mitnehmen? Der Twilight Agent spielt wieder mit seinem Gem und als Spell hat er wieder mit, dass er sozusagen den Turn of Vines casten kann. Der Warsong Revenant spielt diesmal mit Tree Song als Spell und Trücha spielt mit Regroot, also sprich, kann heilen als Spell. Gut, ich war als erstes fertig, weil ich tatsächlich alles in einem Battle-Regiment habe. Und tatsächlich kann ich schon gut Schaden anbringen, wenn ich jetzt beginnen würde, ne? Muss ich tatsächlich gut überlegen. Also, wenn ich Entschuldigung, als Jahreszeit noch, dass ich diesmal alles, was in 9 Zoll um den Wald oder überwuchertes Gelände spielt, einen 6er Ward hat. Okay. Du hast wie viel Zauber insgesamt dabei? Eins, zwei, drei, vier. 5. Die darf zweimal? Nee, aber mein Warsong Revenant. Ja, den habe ich zweimal gezählt. Battlemage. Ach, ihn habe ich gar nicht mitgezählt. Fünf. Okay, ich habe vier dabei, weil er vier kennt Mehr halt. als die Dinos.
Die Sache ist die, du kannst aber dieses Mal nur viermal bannen, wenn ich jetzt beginnen würde. In der Runde könnte ich jetzt viermal bannen, genau. Also alle deine vier Zauber kann ich versuchen zu bannen. Ja. Ja, ich werde aber die Runde 1 nehmen, weil dann komme ich näher zu dir ran und kann zumindest versuchen, bei dir drüben auch die Drücher dann wegzubannen. Und dann auf ein gutes Spiel. Ja, der Lachs da drüben hier. So, dann kriege ich erstmal CP. Ach so, Overgrown ist da, da und da hinten. Genau. Gibst du mir mal mein CP-Dingsdebumste da? Danke. So, ich habe zwei. Ich probiere mir noch einen zu holen mit meinem Saurus Astrolite Bearer. Kriege ich. Dito für den mein General, mein Warforged, kriege ich. Nein. Doch, nicht nein, kriege Okay. ich. So, dann mache ich als allererstes mal, bevor ich hier irgendeine Fähigkeit wähle, dass ich mich jetzt bewegen möchte mit meinem General über seine Fähigkeit. 5 Zoll haben die. Das sind übrigens 10 Dudes mit Speeren. Die erkenne ich eh nicht, dann sind eh die alten. Nein, das sind neue. Sind das schon die neuen? Das ist ein neuer, das ist ein Ja, neuer. einer. 5? Nee, Neun? 4. Man sieht Fünf? eindeutig, die sind wesentlich breiter als die anderen. Das stimmt, okay. Ach, dann hier ist So. noch ein neuer, der Trommler ist noch neu. Genau, der Trommler, der Chef, Ja, und der der. Bannerträger und der da. Ja, bei den anderen kennst du es am Schild, beim Trommler musst du nochmal auf die Rückenmuskulatur gucken. So, er hat auch 5 und die Kroxigore haben auch 5. Wunderbar. Ich hatte es eben schon gesagt, bei den Kroxigore Warspawned gibt es ja quasi diese besondere Waffe. Die haben in dem Fall immer der Trommler und der Bannerträger. So, und er geht auch noch 5. Zack, ist er dahin, dahin. Gut, dann habe ich das schon mal gemacht. Dann darf ich jetzt eine Battle-Taktik wählen. Ich werde erstmal mit einem Champion ein Ziel einnehmen, was ja, außerhalb meines Territoriums liegt. Also das da oben. Da wird er sicherlich vollends draufkommen. Das ist 12, 13 Zoll entfernt. Also 7. Er move 5. Also muss ich 2 rennen. Das sollte er hinkriegen. So. Ja, dann kann ich im Grunde genommen schon zaubern. Dann gucken wir mal, was jetzt hier der gute Crogolino macht. Diesmal ohne 3W6. Ganz normales Zaubern bei ihm. Und ohne wiederholen. Ganz klassisch, ganz oldschool. Also ich kriege ja auf jeden Fall einen Bonus aufs Zaubern. Ja, du nicht. Naja, er. Hausregel von Kai. Ach, ich darf als allererstes Mal, bevor ich irgendwas mache, darf ich noch 3 Würfel von ihm werfen und jede 4 ist noch ein CP. Oh, starker Wurf. Danke dafür. 1, 2, 2 war's. Grandios. So, dann. Wo steht denn? Er kriegt plus 2, genau. Plus, er kriegt noch plus 1 vom Bannerträger, das heißt, er hat plus 3. Und ja, das ist. Dann werfe ich als allererstes mal für mein wunderschönes Portal. Oder brauche ich das jetzt schon? Brauche ich das jetzt schon? Ja, für seinen himmlischen Erlösungszauber ist ja schon gut. Er hat, ich sehe es gerade, er hat gar nicht den coolen. Ach, den haben sie ja beide verloren. Stimmt. Den haben sie beide verloren. Sehr schade. Na gut, dann Achso, würfel ich muss ich. übrigens noch ansagen, Anfang der Heldenphase, ob sie gerade verbittert ist oder nicht. Oder ob sie, also später, ob sie im Nahkampf oder im Fernkampf mehr Attacken hat. Okay. Das muss ich auch in deiner Phase sagen. Und dann gilt es aber noch in deiner? Jede Heldenphase noch. Okay. Richtig, ich gucke nochmal, aber ich bin mir ziemlich sicher. Zu Beginn. Nee, zu der Beginn der Schlachtrunde. Okay, dann ist sie jetzt Ah, trotzdem verbittert. und das ist Fernkampf. Fernkampf, genau. So, also ich zaubere mit ihm das Spellportal. Ah, der Skipper. Oh, das ist eine 8, das ist eine 11. Probieren wir es. Nö, das Nee. ist nur eine 8. Und
den stelle ich mir dann halt hier in den Weg. Tu mal den mal hier oben hin. Und der zweite kommt 18. So, dann möchte ich jetzt durch das Ding sein zauberhimmlische Lösung durchzaubern. Kommt auf die 7. Das ist eine 6, eine 9. Probieren wir wieder. Ja, oh, du bannst heute auf jeden Fall gut. Ja. Dann darf ich 3 Einheiten wählen in 12 Zoll. Da wähle ich den kleinen Zauberer, die Dryaden auf jeden Fall und den Ancient. Mhm. Und jeder kriegt W3. Mhm. Der kleine Zauberer 2, mhm, die Dryaden 1, mhm, und der dicke hinten 1. So, warte mal. Erstmal der kleine Zauberer kriegt 2, gell? Genau. So, dann die Dryaden haben Aftersave einen 6er. Und der dicke auch. Dann kriegt der eine und bei den Triaden geht einer. Oh, das ist ja ein cooler Spell. Mhm. Sehr schön. Hm. Oh, das sind sehr, sehr starke Zauber. Mist. Da weiß ich nicht, was ich da am coolsten finde von. Ich mach mal die Erde bebt. So. Er kommt mit einer 9, mit einer 12. Könnte noch klappen. Mit einer 12 bei mir, dann habe ich einen 13, wenn ich mit ihm banne. Hm? Nö. Nee. So, dann wähle ich eine Ecke, ich nehme die dort hinten, mhm, und jetzt darf ich eine Linie von dieser Ecke ziehen und jede Einheit, durch die es geht, kriegt auf die 4 plus W3 Mortals. So, da würde ich sagen, ist der der Warsong Revenant und die Dryaden. Na, die Dryaden glaube ich nicht, oder? Machen wir seitlich. Das ist wirklich so, zack. So müsste... Na dann ja doch, dann okay. Genau. Aber auf die 4 plus nur. W3, ja. W3. Die Dryaden? Ja. 3? Nur auf die 4 plus, so. Naja, 3. Ja. Ne, 3. Hm. Und der Tree-Song? Ne, der kriegt nichts. So, dann sind wir damit durch. Und dann mache ich als letzten Zauber... Machen wir noch ein mystisches Schild. Mhm. Der kommt mit einer 10. Einmal darf ich noch eine 7. Gut, den kriegen wir. Bannen wir jetzt nicht. Also die haben es, ne? Mhm. Gut, so, dann bin ich durch mit Zaubern. Dann bewege ich mich. Ich lasse die Saurus vorne rennen. Mhm. Hm, oh, stark. Kriegen die plus 1 durch den Trommler vielleicht? Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Kai, das ist eigentlich dann immer dein Moment, wo du gucken musst. Okay, eins zu rennen dürfen. Von hinten eine drüber halt. So. So, dann nehme ich einen Autorun für ihn. Mhm. Der will aber gar nicht so weit, der möchte tatsächlich nur hier. Traut er seiner 1 nicht, ne? Ein bisschen muss er noch. Klappt es nicht. So. Die Kroxigor, die rennen. Die schwarzen Leiden. Jawohl. Dann ist das eine 8. Der hier. So.
Die Skinks rennen. Ja. Die müssten 8 Zoll haben. Wieder dein Moment gewesen. Okay. Ja. Haben 8 Zoll. Das heißt, nur 12. Die Kroxigorin. Mhm. Das ist eine 9. Hier. Croak rennt. Mhm. Ich will gar nicht so weit vor. Mal nur hier hin. Ui, da ist er hier, der Mattemann auch genannt. Wie viel hat denn der Dicke, der Bastillaton? Ja. 5 müsste der haben. Ja, 5. Ja. 2. So, jetzt ist die Frage, komme ich dann ran? Wie viel Reichweite mit Beschuss? 24 wäre er. 24. Wunderbar. Dies ging's rennen. 5. Wo machen wir dicht? Hier drüben. Wir können eigentlich machen das so. Zack. Okay. Dann bin ich sehr zufrieden so. Wie viele Attacken habe ich in dem Fernkampf mit dem Bastilladon? Ach ja, stimmt, das ist jetzt anders. Und was macht das? Auf die 3, auf die 3, minus 3, 3. Auf der Schiefe denn. Ich bin nur in den Dryaden. Okay, ich ziehe einen CP, All-Out Attack. Nur All-Out Defense draußen, wenn sie minus 3 haben, gell? Ja. Dann ausgeguckt, minus 1, wenn sie plus, minus, also treffen. Genau, treffen normal, verwunden auf die 4. Hm? Zweimal? 6 Schaden? Da hast du noch einen Sechser. Ja, das stimmt. Ich sage ja, bei dir ist das Haus spielt nicht so oft. Pack das mal weg. Ja. Okay. Dann spiele ich das deswegen nicht so oft. Dann sind wir durch. Also ich. Mhm. Habe ich alle Ziele? Eine Idoleinheit habe ich nicht umgerupft. Er ist ein Idol. Ja. Ja. Und dann bist du dran und ich habe 5 Punkte erreicht. Genau. Anfang hält ich mal, alle Pfeile sind um 1. Das ist Blizzard erscheint. Ja. So, jetzt überlege ich, was ich hier als Battletech mache. Also, das hast du meine Triaden gekillt, gell? Mhm. Dann versuchen wir doch mal. Ei vor Ei. Nicht Runde. Zug 1. Seraphon. Sonst ist ja hier. Auge um Auge, ja. Na klar. Mhm. Jo. Und? Ja, dann kriege ich noch ein CP. Dann kann ich nicht bewerben. Ich krieg auch einen wieder. Erstmal. Und dann würde ich versuchen, ihn zu heilen. Ja. Ich möchte gerne einmal extra bannen mit meinem Saurus Astrolite Bearer. Mhm. Dann kann ich nämlich 5-mal bannen. 5 habe ich, ja genau. Dann versuchen wir mal. Komm mal mit Zauber. Battletech habe ich gesagt. Das ist auch gemacht. Da versuchen wir zu zaubern. Er versucht den Hype. Das ist eine 12 plus eine 13. Für den Hive. Mhm. Ich kriege nur plus 2 aufs Bann. Machbar. Das heißt, ich muss mit 12 werfen. Ein Autobahn hat er nicht. Tatsächlich muss ich da fast schon sagen. Du hast doch nicht zum Bann. Ich habe auch nur noch 4. Oh ne. Ja, aber. Ja, ja. Da ist noch 5, ne?
Und wenn ich jetzt einen guten Bann mit ihm, weil mit dem anderen kann ich es ja definitiv nicht. Das ist schwachsinnig. Ja, mach. Ja, mach's auch. Ich mach halt. Ja. Gut. Weiß ist da. Ach ja, stimmt, ich brauche gar keine Reichweite zum Bannen. Das war ja bei ihm so. Ach scheiße, ich hätte wieder vorher ansagen müssen, dass ich versuche, das Ding zu displayen, gell? Ja, mach. Ja? Ja. Ist jetzt nicht so wild. Versuchst ruhig, das zu displayen. Wobei, du machst das tatsächlich vor meiner Heroic Action, dann würde ich nämlich eine andere Heroic Action machen, weil durch dann habe ich ja genug Bann. Ja, ja. Okay. Ja, machen wir es so? Ja, okay. Dann versuche ich nämlich ein CP zu generieren. Genau. Das kommt auf die 6 oder so, ne? Ja, ist auch mit einer 7 ist es auf jeden Fall weg. Du kannst auch probieren. Ja, den krieg ich noch. Ja, danke. Dann brauchen wir einen Wald. Der kommt vom Dein Mikro ist aus, mach mal vorne an. Du musst bitte schon so gehen. Ist das auch wieder geleuchtet? Und dann ist es leer. Ja. Dann haben wir gerade nur noch das eine und dann hänge ich das nochmal dran. Du darfst dein Wäldlein stellen. Na Hund, mein Hübscher. Macht mein kleiner Zauberer versucht zu backen. Ja. Das ist eine. Warte mal, 11? Ja. Ja. Na? Dann kann es fast nichts mehr werden. Ne. Gut, dann kriegt Bote schon mal plus 2. Und dann haben wir noch. Fischer hat, er hat einmal bisher, ne? Er hat, ja. Er macht sein Gem an. Dass er sozusagen Auto-Cast hat. Ja. Kommt. Und tut auch nicht weh. Das ist das Wichtigste. Und dann haben wir noch einen vom Warsong Revenant. Und der macht tatsächlich nicht die Bombe, sondern der macht Threesong. Der eine 8. Das macht? Das um den Baum rum plus 1 Rennen für meine Einheit. Das wollen wir nicht. Der ist weg. Das ist ne? Du bist ja plus 2, hast du gesagt, alle 8. Stimmt. Ich krieg nur plus 2. Ja. Der versucht zu bescheißen. Ach, Mann, Mann, Mann. Aber guck mal, ich hab bei dir nichts displayed, ja. Nichts gebannt, du bei mir. Ist schon teilweise fair, aber nur teilweise. Gucken wir mal, vielleicht finden wir ja noch irgendwelche speziellen Regeln. Die ich erfinden kann. Ich würde in der Zeit in die Bewegung gehen. Ja, mach. Schreib mir was rein. Gute Idee. Plus 5 auf Bann. Ach, ich weiß nicht. Oh, das klingt gut. Das ist schön mit Edding. Plus 5 auf Bann. Ich würde noch irgendwie ein Mezzo holen. Ne? Ich stelle gleich noch eine neue rein. Das ist der beste Wurf des Jahres. Ja. Den gucke ich mir natürlich an. Eins. Nein, das klappt. Ah, auf wen denn? Dotu, die alte Potsau. Ach so, was war deine Battle-Taktik? Ah ja, stimmt. So, wo sind denn eure Gläser? Da hinten. Ich hab auch dabei. Pummel, du nimmst auf jeden Fall, ne? Muss erstmal wieder ein bisschen wach werden in deinem hohen Alter. Bist du eigentlich glücklich, dass du mal jetzt hier in der Runde nicht der Jüngste bist? Ich bin nie der Jüngste. Oder was? Das stimmt gar nicht. Letzte Woche warst du der Jüngste am Männertag? Nein. Natürlich. Der Älteste, aber nicht der Jüngste. Meine ich doch, dass du nicht der Älteste bist und da warst du.
Okay. Weil ich meine, mit einer 3 vorne dran, das ist schon echt hoch. Komm erst mal. Das muss ich nachher sagen, wenn die ganzen 20er wieder da sind. Was ist denn der Deckel? Du hast ja einfach den. Hast du drin? Zwei nur. Okay, so, ja, da. Ich weiß nicht, wo der Deckel ist. Dann hast du dir reingewamst. Das Ding, der Kleine da eigentlich vorher hat. Drin. Das ist ein Coxy-Bohr, zwei Coxy-Bohr, oder? Einer oder zwei? In 6? Mhm. Mach's doch andersrum. 6 Zoll da drauf. 2. Dann habe ich 2. Noch ein paar Daraus. Warriors. 3 wahrscheinlich. Einer. Ja, einer. Macht 5, ne? Die zählen nur als einer. Das sind 4 Lebenmodelle. So. Modell. So ist das doch vorher. Stehe ich wieder perfekt, ey. Glück gehabt. Hinten auch so gut zugestellt, ey. Wie ein Larry. Ja, hier kam ich ja nicht weiter, da kann ich ja nichts machen. Das sind auch keine 9 Zoll hier, da hast du gemessen wie ein Schuster. Ich hab da extra durchgezogen hier. Das sind keine 9. Nein, du musst ja weiter weg. Guck mal, warte mal, ich habe das so hier durchgelegt. Extra. Sorry, ich schiebe mal nicht vor. Aber ich bin ja mal weiter weg. Das passt schon. Ich habe das extra hingelegt. Das ist 9. So. Aber da bist du trotzdem dran. Ja, ja, das bin ich. Das. Ja. Okay, so. Ich komme jetzt auf die 10er Charge ist das. Falls er aber wollte. Sage ich. Muss du noch was bauen für nachher? Bombling? Muss man ein Dings noch zurecht? Nein. Wie fällt? Wild. Ja, hier. Portet sich hier rüber. Über seine eigene Fähigkeit. Genau. Über seine eigene Fähigkeit. Das Gute ist, ich habe schon mal die Anzahl deiner Modelle halbiert. Dortu. Jetzt ist die Chance, dass hier. Auch Porten? Mhm. Platz gehoben ist. Die porten sich ja alle Anfang der Bewegung. Hm? Mal gucken, ich den hier mit seinem Schwert reinkriege und schlage ich ihn so rumstelle. Sollte das klappen? Ja. Ups. Eins hier. Eins. Das ist eins. Ja, hier, portet sich über seine Fähigkeit. Hier rein. Ah, oh, nur freilich. Alle ran an die Bockwurst. Bock auf dich. So. Also, ich bin noch nicht fertig. Ja, ja. Das war ja nur Anfang der Bewegungsphase. Das habe ich erst bei den Zwielords bewegt. So, Brücher, die Reichweite hatten wir eigentlich. Aha. Wald stehen und das darfst du ja. Muss ich die Wald noch schon aufmachen, um sie hier reinzustellen, wenn das okay ist. Dann würde sie nicht hier reinschieben. Mal gucken, ob das bringt. Wie weit kann die schießen? 12. Das wird eng. Mhm. Also schießt sie halt die Runde erstmal nicht. Das ist ja nicht schlimm. Hab ich gehört. Da kann ich mich nicht hinporten, da stehst du dran. Als hätte ich es geplant. Mhm. Hier stehst du aber nicht dran, gell? Ich denke nicht. Wo ist denn das 3 Zoll Ding? Ja. Da ist noch eine minimale, mini, mini, mini,
Mini-Mini. Jetzt ist es geplant. Frei. Und 9 Zoll um das. Genau, oder was? Ja. Obwohl, will ich die da vorne haben? Nicht, dass du dann hier mit deinem Bulbohr in der nächsten Runde eigentlich Bulbohr, weißt du, was ich meine? Kroxigor, hm? Das wäre auf jeden Fall natürlich möglich. Nee, ich lasse erstmal. Habe ich sie zur Not umsonst mitgenommen. Ja. Gut. Dann war es das noch nicht mit Bewegung. Das war so ein Test. Das sinnvoll ist oder nicht. Nee, ja, komm. Na doch, dann war es so weit. Passt. Dann kommen wir im Schuss. Hab ich gehört. Ja. Mal gucken, wenn ihr wohl Feuer. So, du kommst noch in deine Foxy-Kurve. In die schwarzen, ja. Dann komm ich ja mal rein. Der hat 6 Schuss. Ich nicht alles voll. Ja, auf die 4, auf die 3. Minus? 1. Wer kann noch schießen? Die hier. Die jetzt nicht, weil sie zu weit weg ist. Ja, ich zieh mit denen da hinten. Ja. Im All-Out-Defense. Also auf die, was hab ich gesagt? Auf die 4, auf die 3, gell? Ich glaube aber, du. Warte, du. Vierer Standard. Genau, aber du verwundest die schlechter. Weil? Im Beschuss. Wait, hier sind sie. Zieh eins von Verwundungswürfen für Attacken mit Fernkampfwaffen ab. Immer auf die Kroxigore, oder? Auf diese Art von Kroxigore, ja. Dann kriegst du was im Order Detect, dann gibt es auf die 3, auf die 4. Drehen wir es halt um. Da sind sie wieder. Kai, ich habe deine Würfe übernommen. Er hat sie wirklich übernommen. So, der hier schießt in die Kleinsau, in die Normalsau. Das ja. sind 3 Attacken. Auf die 3, nee, auf die 2, glaube ich sogar. Ja, auf die 2, auf die 3. Ich gucke mal, ob da auch noch was ist. Einer nicht. Auf die 3. Einer nur, minus 1. Minus 1. Mhm. Ich habe plus 1 durch das mystische Schild und ich kriege plus 1, weil ich ein Ziel beanspruche. Also ist es ein Dreier. Wie viel waren es? Einmal. Steht? Der schießt in die Skins, auch 3 Attacken. Ja. Auf die 2, auf die 3. Einmal. Minus 1, ja. Wieder minus 1. Wo sind die Skinkies? Die Skinkies haben nämlich, glaube ich, einen 6er von sich aus und haben aber einen 5er, weil sie Schilder haben. So, okay. Nee. Der hat geschossen, ja? Nee, der hat geschossen. 2 Schaden. Ja, weg hier. So, dann schießt der Große noch. Auf die 2, auf die 3. Auch in die Skinks. Hm? Da schießt ja deine Dings. 4 Leben haben die, ne? Hm? Nee, das geht nicht. Einmal, minus 1 wieder. Durch. Nochmal 3. 3. Mhm. So, zack. Das war's dann auch schon mit dem Schuss. Ja. Und wir kommen in den übermäßig glorreichen Schaf von dort hin. Das ist eine. Eine 9 plus 5, eine 14. No. Gut, da bilden sich ja völlig neue Sachen raus. Das muss ja immer noch. Da kommen sie bei deine Boxigore oder an deinen Chef. Mhm. Auge um Auge ist ja egal, was ich töte, gell? Mhm. Aber wenn ich an deinem Chef drin bin, habe ich nicht mehr plus 1 9. Wenn ich hier hinschaue, bin ich noch 9 Zoll drin. 3 Zoll Waffen habe ich ja, ne? Passt. Mein Schwert hat 3 Zoll. Das wird eng mit den 9 Zoll. So, hier, 9 Zoll. Ja, aber dann noch 3 Zoll? Das ist die Frage, ja. Wahrscheinlich nicht. Nee, ja? Da bist du nicht. Also, da musst du überlegen. Also, die Kroxigore kommst du. Ja, ja, das schon. Aber die Kroxigore werden nicht gehen. Das sind ja. 4 mal 6, 24 Leben. Ja. Versuch mein Ziel zu schaffen.
Und Charge sozusagen. Ups, hier rein. Ja. Durch den Wald durch, ne? Ja. In die Saurus. In die Saurus. Oh, ja. Ja. Und jetzt kann ich hier die Buff schon mal wieder runternehmen. Das heißt, er hat jetzt dort Rent 3 gerade. Ja, allen Waffen auf jeden. Mhm. Das heißt, die haben 5er Safe gegen ihn. Ohne. Ohne Allout Defense. Mit Allout Defense im 4er. Naja. Versuch dich erstmal anzuschreien, ja? Eben. Hm, na dann ist es. Ist es so. Dann hat er 3 Attacken vom Schwert von Haus aus. Ja. Plus eine, weil er im Wald kämpft. Ja. Plus W3. 6. Ja. Das sind also die Schwerter. Ja. Eine fehlt noch, ne? Genau. 3 vor Haus, einmal Wald und einmal Schwert. Noch? Und er kriegt noch. Genau. Und 2 Attacken hat er noch. Sonst vom Profil. Gut, dann fangen wir beim anderen, ja. Mit den 2 kleinen Attacken, da sind die schon mal weg. Mit den gewaltigen Krallen, das ist auf die 2, auf die 2. Minus 3 dann, ne? Beide treffen. Beide verbunden, minus 3. 5er? Jetzt auf den 2er, gell? Oder was? Na, die kriegen plus 1 durchs Schild und plus 1 dadurch, dass sie am Ziel stehen. Was haben sie denn eigentlich? Ein 3er oder? Ein 4er. Ja. Einer steht, einer nicht. 3 Schaden durch. Ja, ich markiere sie mir. Also All of the Tech kriegt man noch. Ja. Schon mal nicht. 5 Stück. So, da baue ich jetzt hier grandiose Würfel. Oh, 2 stehen. Sind das nochmal 18. 18, 21. Okay, ich habe noch einen 6er Ward. Noch einen 6er Ward. Wo haben die den jetzt wieder her? Der da macht das. Ein 12er Bubble, 6er Ward. Hm. So. 10 Stück. Keiner. Nochmal 10. Da sind sie durch. Puh. Wild. Ja. Und jetzt überlege ich, ob ich Strike and Fade mache oder ob ich mich zurückziehe. Wenn ich jetzt nicht Strike and Fade mache, halte ich das Ziel. Kriege ich auch 5 Punkte. So kriege ich nur 3. Aber Dotu da vorne so alleine. Das ist schon ein bisschen Risky, ne? Das ist immer die Frage. Ich könnte einen Hintern bei wenigstens stellen. Das kriegt mir auch nicht so viel, ne? Dann findet der dann vermutlich im Kampf eingreifen. Ich darf ihn ja hier dahinter parken. Ist ja, ja, da hat er das Ziel, kann er sich. Das Ziel hat er dann auch. Snaggerinho. Genau. Ich merke es nur kurz. Ja. Hier steht's, ne? Wo das weiß ist, dann stelle ich ihn hier rein. Und schiebt den Ball zu. Die haben einfach zu lange Waffen. So, stell den Ball so rein, ja? Genau. Und dann bleibt das gleich. Das bleibt auch noch gleich. Das bleibt hier. Und der Wind bleibt auch noch auf dem Ball. Bis ja. Zu meiner nächsten Heldenphase. So, dann habe ich mich das Ziel. Weil die 10 haben wir jetzt einer. Jetzt sind wir jetzt genau. Ich habe meine Battle-Taktik geschafft. Ja. Ich habe das Ziel. Ja. Ich habe also auch 5 und du musst bei den Skins noch. Wahrscheinlich. Ich habe noch genug CP. Noch. Ja. Eben. Den lasse ich. Okay. Dann steht es 5 zu 5. 5 zu 5. Ah, na dann würfeln wir mal. Eine 5. Eine 1. Na, den muss ich nehmen. So. So. Auge um Auge hast du geschafft. Spannend ist natürlich, was könnte ich jetzt auslöschen? Was würde ich mit einem Auge um Auge kriegen? Vermutlich nicht viel. Was macht denn der Wildling? Der malt.
Der Strubbelmann. Ich hätte stehen bleiben müssen jetzt. Im 6er hoch. Die Saurus-Krieger, oder? Hm? Die hätten eigentlich stehen bleiben müssen. Eben. Definitiv. Es war ja nicht ein einziger, der gehalten hat, also. Was haben denn die Seraphon selbst? So. Wähle drei Monster, kann ich nicht. Eine Einheit durch Zauber töten. Geht auch nicht. Ein Monster mit einem Monster töten? Nee. 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 Schade. Das wäre eigentlich cool. Aber das ist so gerade noch nicht möglich. Ah. Ja, ich probiere auch ein Auge um Auge. Das ist, glaube ich, das Anständigste noch. Ich meine, ich könnte auch versuchen, die Brücke einzunehmen, aber du stehst dort mit zwei Monstern alleine dran. Ja, und noch den Awesome Revenant. Und dem anderen. Und der Durdu ist wahrscheinlich auch noch knapp. Ah, gut, Durdu wird knapp. Auch noch sein. Aber wir gehen mindestens von. Eben. Nee, das wird nicht. Das moschen die nicht. Nee, ich mache ein Auge um Auge. Gucken wir mal. Mein Dojo kriegt eine Sternstunde. Ach was. Hab ich gerade irgendwie so im Gefühl. So, wenn ich jetzt hier den Eckenzauber mache, da senden sich richtig durch. Da ist die Drücher, da ist der Tree Lord und der Dojo drin. Ja, gut, dann habe ich die, muss ich die aber ein Stück rüberschieben. Die stand auch wenn nicht drin. Die habe ich ja nicht bewegt. Ich habe mich doch bewegt. Ich habe mich bewegt. Ich stand am Haus und ich habe mich bewegt, ja. Deswegen ist ja er auch nicht mehr drin. Er hat sich auch nicht bewegt, aber er ist nicht mehr drin. Er ist nicht mehr. Es sind die Linie sozusagen, die drei. Genau, die drei. Ich werde als allererstes mal versuchen, mit ihm. Ach so, Heroic Action. Also ich kriege erstmal 2 CP und dann möchte ich als Heroic Action ihn gerne zum Zauberer machen, dass er gerne mal dein Ding. Ach nee. Nee, du musst keine Endless Bells sehen zum Auflösen. Okay. Aber das Problem ist, dass der einen hohen Zauberwert hat. Der ist ja auf die 7, ne? Nee, das macht er nicht. Dann macht er sich das nicht, dann hole ich mir einen CP. Den kriege ich nicht, okay. Du? Ich habe schon gesagt, Sternstunde für dich. Stimmt. Er möchte erstmal deinen Hive auflösen zu Beginn. Der ist weg. Schöne Sache. So, dann kommt der Eckenzauber. Steht noch drei, gell? Noch drei. Der Eckenzauber. Noch. Der käme mit einer 12. Probier's. Komm. So, Drücher. Auch. Eine 4. Eine. Ja, okay. Der Tree Lord. Ja. Eine. Ja. Und Durdu? Ja. Eine. Und dass wir das alle durchgegangen sind, war sie jetzt immer nur eine. Nächster Zauber. Noch, oder? Nee, mach ich, dass ich mir tatsächlich mein Portal wiederhole. Du hast jetzt noch zwei, ja? Das kommt auf eine 13 oder? Ja, dann lass. Obwohl, nee, warte, ich kann es ja. Du kannst probieren. Ich habe nur noch einen Zauber danach. Nee, also der hat es nicht geschafft. Beziehungsweise, nee, er musste probieren. Er hat es aber nicht geschafft. Er hat ja nur auf Dings. Ist Pups egal. Achso, nee, ist es nicht tatsächlich. Genau, aber er hat ja nur auf Carsten. Genau, also ja. Er hätte nur eine 13 schaffen können. Also er hat jetzt noch einen auf dem Fall. Kann man auch noch ein Stück vor. So. Und ja, dann zauber ich wieder seine Erlösung dadurch. Der kommt mit einer 9. Die ist wieder, fällt mir gerade ein. Ja, embittert. Eine 9, also wo wir wieder einmal bannen mit ihm. Das passt.
Das ist ärgerlich. 14, nee, 13. Naja, dann ist es so. Dann hast du mein Highfack gemacht, damit ich mir nicht minus 1 reingebe. Das ist auch ganz, ganz wichtig gewesen. Das war ganz, ganz, ganz wichtig. So. Gut. Dann Bewegung. Das ist natürlich ein bisschen Weg mit dem Ende des Bleibers zugebaut. Ja? Geht, ich kann ja durchlaufen. Ja, aber du kannst dich draufstellen. Ja, ich weiß. Wie viele Punkte sind so eine Saurus-Warrior-Truppe mittlerweile? 200. 20 Leben, das ist fair. Triaden sind 200 und sind 10 Leben. Eben. Genau, 1 zu 1 das gleiche, ja. Mehr oder weniger. Und beide gegangen, die erste Runde. So, dann dort hinten. Soll ich weg oder geht's? Geht. So. So, jetzt die Frage. Draußen. Dann bleibst du 19 draußen? Hm. Ja, weil es wären nur 8,5 gewesen und dann ist es egal. Dann hätte ich das Video zwar eben machen sollen. Hättest du. Ich wollte nämlich mit denen kommst du weiter rein, aber okay. Dafür musst du einen hohen Charge haben. Richtig, sonst habe ich nur einen drin und das macht es tatsächlich nicht einfach dann. So. Der muss ein kuschelig an dem Baum, hier rum. Rum. Ich bin doch deine Zeit, aber das ist meine. Mann, ey. Hast du doch jetzt. Du wolltest darüber. Bleib doch da. Sag ich mal. So, der geht hier hin. Ein Stück vor. So, das Bastilladon. Die Skinks rennen. Was? Ich weiß. 5 Zoll hat es. So. Ja, Herr Lehrer, ich weiß was. Immer auf die, was außer einer Schule, der schon auf die leichten Fragen gestürzt hat, gell? Wollen wir anfangen? Ja. Dann die hässliche Stunde hofft, seine Ruhe zu haben. Nachdem er ja gebrüllt hat. So. So. Und jetzt geht's feurig hoch los. Freilich! Skinkies! Wie schießen die denn? Ah, ist aber dann nicht offen, ne? Die schießen natürlich auf Durtu. Ich will Durtu auslöschen. Wir haben eine Attacke pro Mann auf die 4, auf die 5. Ja, ja. 10 Leben. Guckt aus dem Ball raus. So. Und ich habe plus 1 vom Chef. Also 6 Attacken. Auf die 4. Ohne Defense, ne? Ja. Auf die 5. Gar nichts. Die anderen. 16 Zoll kommt einer. Ja. Nein. Außer nur die Brücke zu besuchen. So. Das ist ja schlimm. Ja, dann hier. Bastilladon kriegt einen All-Out Attack. So, auf Tutu. Minus 3 war das, gell? Ja. Trifft. Runde zweimal. Warte mal, er hat jetzt Sternstunde plus All of Defense, ist eine 1er. Das ist aber ein 4er, ne? Steht. Naja, dann müssen wir chargen. Da war sie, die 6er Lachs. Lachs 6. 1 oder 6. Der schwarze Block charged. Mhm. Ja! Schafft seine 9. So, der war da genau derjenige auf 9. Zack. In 6 Zoll musst du sein. Das war früher in 9. Früher, ja. Ja, aber du könntest mit dem. Na, Abwehrfolge. Ich könnte jetzt mit Dotu, aber ja. Ich glaube, warte mal, wir haben die Attacke, da kriegt er noch ein Defense und eine Verteidigung. 2 habe ich noch, deine Runde jetzt, gell? Danach bin ich noch dran. Hm?
habe. Ja, die 5 und die 3. Was haben die für ein Safe? Ein Vierer. Na komm, wir probieren es mal. Ja, so zu. Auf die 5 und auf die 3. Nö. Okay. So, der zweite Trupp. Mhm. Na, 7. Ja, also passt. Er muss zurück. Einer kommt nicht ran von der Bande. Haben die 2 Zoll, oder? Die haben 2 Zoll, ja.